Der folgende Podcast auf Hallo Meinung ist ein Gastbeitrag von zwei alte Weißenfelser. Wir möchten Sie bitten, unsere Arbeit zu unterstützen. Wie genau Sie das können, entnehmen Sie bitte unserem Begleittext. Herzlichen Dank. Spagat verursacht Leistenschmerzen. Ein Gastbeitrag von zwei alte Weißenfelser. Einen schmerzhaften politischen Spagat erlebte die Berliner Ampel am 25.07.2024, welche ihr widersprüchliches, heuchlerisches Verhalten in aller Öffentlichkeit deutlich sichtbar machte. Bekannterweise steht nicht nur unsere Innenministerin Nancy Faeser der linksextremistischen Antifa wohlwollend gegenüber, auch das gesamte rot-grüne Kabinett und die schwarz-rote Berliner Landesregierung bekämpfen die gewalttätigen Ausschreitungen und politischen Aktionen dieser angeblichen Antifaschisten nicht mit der angebrachten Härte, sondern nehmen diese eher duldsam hin. Denn die Linksradikalen helfen den Altparteien damit natürlich bei der Bekämpfung ihres gemeinsamen politischen Gegners, der AfD. Deshalb wird die Antifa nicht gezügelt, sondern eher verdeckt gefördert. Hier gilt ein alter Spruch in adäquater Form: Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Auch in ihren Einstellungen zum Krieg in der Ukraine und in ihren Handlungen zur Unterstützung der Selenskyj-Regierung sind sich Ampel und Berliner Senat einig, alles zu tun für den ukrainischen Endsieg und die dauerhafte militärische und wirtschaftliche Schwächung Russlands ist für beide Staatsräson. Aus diesem Grund wurde auch ein geplantes Event im ukrainischen Künstlerzentrum in Berlin genehmigt. Wie die linksalternative Tageszeitung Taz dazu schrieb, eine informelle Kommunikation mit Kriegern, die den Feind an den heißesten Fronten vernichtet haben. Erwartet werden Kämpfer der 3. separaten Sturmbrigade des ukrainischen Militärs, die Einblicke in ihre intensive Kämpfe in Bachmut oder der Region Charkiw geben. Das Treffen ist Teil einer Europatournee, mit der die Freiwilligenbrigade um Unterstützung wirbt. Man könne sich ihren Reihen anschließen, aber diese auch mittels lokaler Initiativen unterstützen. Für das Event im ukrainischen Künstlerzentrum Hotel Continental Art Space im Exil in der Elsenstraße kann man Online-Tickets für 20 Euro erwerben. Bis zu 180 Gäste finden im Saal Platz. Die ersten zwei Tourstops dieser Sturmbrigade fanden in Polen statt. Brüssel, Köln und Prag sollen folgen. Soweit die Taz. Dumm für die Berliner Genehmigungsbehörden war nun aber die Tatsache, dass die Antifa und ihnen nahestehende diese ukrainischen Kämpfer als ehemalige Angehörige des Azov-Regimes und damit als Nazis qualifizierten und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiteten. Auf ihrer Internetseite schrieben sie dazu: Keine Kriegspropaganda in Treptow gegen das Azov-Treffen in Berlin. Aufruf zu antifaschistischen und antimilitaristischen Kundgebung. Und weiter: Bei der 3. Sturmbrigade handelt es sich um einen 2023 von altgedienten Azov-Kämpfern gegründeten Zusammenschluss. Die Weigerung, eine angeordnete Entideologisierung von Azov mitzumachen, spielt bei der Gründung des Regimes eine zentrale Rolle. In ihren Rängen finden sich dementsprechend zahlreiche extreme Rechte. Ihr Befehlshaber ist der bekennende Bandera-Anhänger und Neonazi Andriy Biletsky. 2014 gründete Biletsky das erste Azov-Bataillon und fungierte als dessen Kommandeur. Beim Design des Azov-Wappens wurde sich der faschistischen Wolfsangelrun und der schwarzen Sonne bedient. Im Oktober 2016 gründete Biletsky die neofaschistische Partei National Corps und wurde zum Vorsitzenden der Partei gewählt. Die 3. Sturmbrigade inszeniert sich bis heute mit Stolz als historischer Erbe des Bandera-Flügels, der faschistischen Organisation ukrainischer Nationalisten und deren bewaffneten Arms, ukrainische aufständische Armee,
die einst zu den willigen Helfern im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und dem Holocaust zählten. Wir finden diese Zurschaustellung von Militarismus und Faschismus unerträglich. Sie ist auch nicht durch Putins Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen. Wir fordern daher nicht weniger als die Absage dieser militaristischen, extrem rechten Propagandashow. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Soweit die Stellungnahme der Antifa zu dieser Veranstaltung, und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht stimmte in dieser Forderung mit ein. Da diese links-alternativen Kräfte im aktuellen Wahlkampf gegen die AfD im Osten Deutschlands nun auch dringend benötigt werden, mussten sich die politisch Verantwortlichen in Berlin dazu entscheiden, die Veranstaltung der ukrainischen 3. Sturmbrigade in letzter Sekunde noch absagen zu lassen. Das heißt, die rechte ukrainische Propagandashow wurde nicht offiziell von deutscher Seite verboten, sondern die Veranstalter wurden dazu wirkungsvoll animiert, diese Veranstaltung selbst abzusagen. Ein Nazi wird dabei vielleicht daran denken, dass unsere Regierung versprochen haben könnte, die dadurch entgangenen Einnahmen durch Eintrittsgelder und so weiter wie immer großzügig zu ersetzen. Das wird den politisch Verantwortlichen in Berlin sicher nicht leicht gefallen sein. Denn mit dieser Entscheidung stimmten sie ja der Einschätzung der Antifa indirekt zu, dass es sich bei diesen ukrainischen Militärs um Faschisten handelt. Am Donnerstagabend und in der folgenden Nacht zeigten sich im Berliner Stadtbezirk Neukölln darüber hinaus erneut weitere Anzeichen der Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit, Widersprüchlichkeit und Heuchelei betroffener Regierungsebenen, und der Polizei und die Öffentlich-Rechtlichen haben dazu wie immer geschwiegen. Wer die unabhängigen Medien verfolgt, konnte sich aber einigermaßen ein Bild von der Situation vor Ort machen. So waren zwar relativ bekannte unabhängige YouTuber zur freien Berichterstattung über das ukrainische Event angereist, weil sie aufgrund der sehr kurzfristigen Absage ihre Anreise nicht mehr unterbrechen konnten. Stattdessen hatten sie sich dann entschlossen, über Brennpunkte im öffentlichen Berliner Raum zu berichten und besuchten dazu den bekanntesten Drogenumschlagplatz, Görlitzer Park. Bereits dort fühlten sie sich bedroht und verfolgt, weil sie livestreamten. Sebastian Weber, bekannt als Weichreiter TV, und Björn Winter, bekannt als Björn Banane, verließen dann den Görlitzer Park und begaben sich im Livestream zum Cottbuser Tor. Dort wurden sie plötzlich von Vermummten hinterrücks hart attackiert. Ihnen wurde Reizgas ins Gesicht gesprüht und technisches Gerät und Bekleidung entrissen. Sie wurden geschlagen und getreten und nur mit großer Mühe konnten sie sich zu Zivilfahndern der Polizei retten, die dort postiert waren. Beide YouTuber wurden bereits im Görlitzer Park von anderen YouTubern darauf hingewiesen und gewarnt, dass Linksalternative aktuell ihre Livestreams sehen und die Verfolgung aufgenommen haben. Der überraschende Angriff, der im Internet live zu sehen war, ist demzufolge von einer Gruppe aus dem linksalternativen Milieu geplant und durchgeführt worden. Weil sie die beiden freien Live-Berichterstatter als solche erkannt und offenbar als feindliche Kräfte disqualifiziert haben. Hier zeigte sich erneut deutlich, wer an den bekannten Berliner Brennpunkten und darüber hinaus das tatsächliche Geschehen bestimmt und wer nicht. Das ist den politisch Verantwortlichen bekannt und sie handeln trotzdem nicht ausreichend, weil sie es nicht wollen, weil sie diese Kräfte brauchen und auch fürchten, mehr offenbar als die AfD. Man kann nur ahnen, welche Schmerzen die aktuell Regierenden bei diesem Spagat in ihrer Leistengegend spüren müssen, wenn sie an die kommenden Wahlen in Deutschland und in den USA, an die Regierungsbildung in Frankreich sowie an die Frontenentwicklung in der Ukraine denken. Was werden sie nun tun müssen, um die drohende Katastrophe in der Ukraine abzumildern?
Wie können Sie die männlichen ukrainischen Immigranten dazu bringen, in ihrem Land an der Front für ihr eigenes Volk zu kämpfen? Woher die nötigen finanziellen und militärischen Mittel nehmen, wenn Trump gewinnt und die Unterstützung der USA eingestellt? Und wie und womit kann man noch die zu erwartenden Wahlerfolge der AfD verhindern und den eigenen Machterhalt sichern? Wir hoffen, dass die Schmerzen der Regierenden bei diesem Spagat zu Einsichten und Erkenntnissen führen mögen. Mit freundlichen Empfehlungen an Ihre Leitärzte verbleiben zwei alte Weißenfelser. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Teilen unserer Beiträge und für Ihre Unterstützung. Und allen Menschen, die uns Gastbeiträge einschicken, danken wir für diese tollen Beiträge, die viele Menschen zum Nachdenken bringen. Machen Sie weiter so. Ihr Team rund um Peter Weber.